Recht schönen guten Morgen. Die Kira und meine Persönlichkeit. Ja, wie ihr habt, wir werden erstmal unsere morgendliche Runde machen. Und wettermäßig soll heute warm werden. 18 Grad soll es werden. Aber werden wir mal sehen, was uns der schöne Tag so bringt. Eine himmlische Ruhe im Treppenhaus, seitdem die Maler Wochenende nicht arbeiten, also die arbeiten sonntags auch, aber bis von 8 bis 13 Uhr und danach ist Ruhe im Haus, ist eine himmlische Ruhe. So, Abriss ist auch schon so gut wie fertig, Nachbarwohnung, mal sehen, wann der nächste Radau kommt. So, und da ist unser Hund, dort frisst er. Krass. Ich glaube, das ist ein Kaninchen. Ein weißer Kaninchen. Das kann nicht wahr sein. Und dann kotzt er wieder, wie Weltmeister. Sieht das nicht gut aus? Kastanien blühen. Sieht da richtig irre aus. Schön rot. Sieht da gut. Hübsch. Oh, der wackelt. Warum? Achso, ist ein bisschen windig. Alles klar. Sieht da gut aus. Wie eine Kirschblütenzeit. Kirschblüten sind. Da sieht das ja auch so irre aus. Hier kommt wahrscheinlich die Kastanie später. Denn hier sind die Blüten noch weiß. Ich höre es klappern. Ach, guten Morgen. Morgen. Du bist ja schon wieder fleißig. Ja, ein bisschen. Es ist gegen das Licht. Aber guck mal, was der Uwe macht. Kaffee. Ja. Ja. Ich kann mich aber noch nicht fertig. Ich kann mich noch nicht zeigen, weil ich ja gerade aus dem Bett gekrabbelt bin. Ich kann doch mal die Kamera umdrehen. Nein. Ich will erstmal unter die Dusche hopsen. Hopsen? Oh, ja. Nicht hopsen, Schatz. Doch, denk an die Keramik. Ach. Ja. Die Kira ist auch da. Ja. So, Schatz, ich bin weg. So, meine Lieben, wir frühstücken jetzt. Der Uwe hat sich schon auf seine Schrippe aufgeschmissen, die Tunnelwurst. Ja, ich kann euch das zeigen, wenn ihr wollt. Da ist der Uwe. Und da ist seine Tunnelwurst. Und da machst du jetzt Senf drauf, ne? Ja. Wer macht das auch so? Also ich finde das ja super lecker. Ja, und bei mir ist jetzt halt noch nicht so viel, ne? Das ist ja nichts. Reicht dann trotzdem Schruppe. Ja. Nein, Schatz, erst mal heute. Die Kira wartet auch schon hier auf ihren Kongball, aber da muss ich noch jetzt ein, zwei Minuten warten, genau. Was machen wir heute? Wir wollen den Garten. Mal sehen. Also das Wetter ist sehr einladend, ne, für den Garten, finde ich. Oder? Sonne scheint, warm ist. Mhm. Du willst lieber fahren, der Uwe hat nämlich schon wieder von dem lieben Tillmann. Ja, danke Tillmann. Der Uwe war gerade auch Herzchen zeigen, aber ihr seht ja den Uwe ja nicht. Wir hätten mal lieber so einen Mukbang machen sollen, ne? Zum Frühstück. Das wird ja auch immer nachgefragt. Ja. Ja, wir müssen es wieder machen. Ich weiß, ihr möchtet das gerne sehen. Werden wir nächstes Mal wieder machen, einen Mukbang. Ja, der hat da ja für sein Spiel Add-ons, nennt sich das Add-ons, Zubehör, von dem lieben Tillmann bekommen wir. Ja, ich rede für dich, du kannst ja selber reden.
Kann ja auch tun. Er hat sich jedenfalls wahnsinnig drüber gefreut. Und das haben wir gerade runtergeladen und installiert. Und dann habe ich auch direkt für den Uwe noch ein das American Truck Simulator Spiel gekauft, weil das auch gerade im Angebot war. Also Tillmann, vielen, vielen Dank für den Hinweis. Da sind wir natürlich direkt hingerannt und haben mal gekickt und sind fündig geworden. Ne? American Truck Simulator hat der Uwe jetzt also auch, beziehungsweise es lädt noch 3-4 Stunden. Aber gut, man gönnt sich ja sonst nichts. Ne? Ja, so, und bevor der Uwe sich jetzt hier satt futtert und ich zugucke, werde ich kurz beenden und wir sehen uns nachher wieder. So, Frühstück ist fertig. Das war sehr, sehr lecker. Und ich bin pappensatt. Die Kira, die hat sich wieder auf meine Gurke gestürzt. Du bist ja ein Gurkenhund. Ja. Da ist doch mein Kaninchen. Total süß. Wie sie die Nummer wegschmatzt. Ich versuche das nächste Mal mal mit aufzunehmen. Das ist so süß, Leute, wenn sie die Gurke schnabuliert. Ja. Ich finde das richtig, richtig cool, dass die Kira auf Gurke abfährt, weil. Was gibt es Besseres? So hat sie einen Snack, einen Erfrischungssnack mit 0 Kalorien und kriegt auch noch Wasser. Ne? Sie frisst ihr Wasser dann sozusagen. Ja. Und das finde ich richtig toll. Und das war genau das, wenn wir unterwegs sind, wenn es warm ist. Ja, wenn wir am Strand sind oder so, dann will sie keine Gurke mitnehmen. Und weil ich nicht möchte, dass sie da aus dem See trinkt, ne? Weil der ganz oft auch Blaualgen dann irgendwann hat. Und ja, wir wissen ja alle, das ist ja dann nicht so gut für den Hund. Und so wie sie Katze dann wird, ne? Wir haben ja noch den Trinknapf, den wir mitnehmen. Aber wenn sie da nicht draus trinkt, dann weiß ich, wenn sie Gurke gefressen hat, hat sie zumindest ein bisschen Flüssigkeit zu sich genommen. Gut, aber das ist ja eine ganz andere Geschichte. Was mir gerade so eingefallen ist, weil ich einfach mal mit euch über die meistgestellte Frage auf unserem Kanal mal mit euch drüber reden. Macht sich auch mal kurz hinsetzen, Schatz? Ach, neben mich? Neben mir? Ja, Deutsch habe ich gehabt, als noch eine Mode war. Ah. Ja, meine Vater. Was ist dann die meistgestellte Frage? Nee, die Kira ist auch da. Du. Ja, was ist die meistgestellte Frage? Ja. Ja, wir sind noch zusammen. Das ist aber nicht die meistgestellte Frage. Ach so, Frage. Das war sie nicht. Was war das denn? Und zwar ist die meistgestellte Frage, das, was euch am brennendsten tatsächlich interessiert ist, warum über unserem Bett eine Deutschlandfahne hängt. Warum? Ganz einfach. Wir sind deutsch. Ja, das ist immer noch Thema und die hängt da seit der letzten WM, ne? Ja. Stimmt. Ja. Da haben wir die Fahnen damals gekauft für die letzte WM. Wann war die denn? 16? Ja. Ja. Nee, 16. Warte mal. Wir haben 21. Ja. Die EM war, also war die 2000. Die EM kommt jetzt. Ach, die kommt jetzt, ja? Die kommt jetzt. Ist ja egal, die letzte WM. Kira, wo willst denn du hin, wenn ich mal fragen darf? Ist das dein Ernst, Hund? Ja. So, ist nicht? Ja. Ihr hast jetzt deinen Willen? Ja. So, also, ich erzähle euch das mal. Über unserem Bett haben wir ein schickes Bild gehabt. Nicht so mit zwei Liebespärchen und einem Motorrad im Hintergrund und die knieten in einem See oder Teich oder was und naja, waren sich am Auspellen und so ein schönes Bild für das Schlafzimmer halt. Ne? Ja. Das ist uns irgendwann. Also nachdem das da 20 Jahre hing, auf den Kopf gefallen, als wir geschlafen haben. Das ist einfach von der Wand abgefallen. Also als wenn das Mauerwerk nachgegeben hätte. Entschuldigung, sag da ruhig, wir wollten das Bild mal nachmachen. Nein. Das ist mir fast auf den Kopf gefallen und das konntest du halt auch nicht mehr aufhängen. Ne? Dieses Mauerwerk da an dieser Wand war auf einmal so weich, dass du dass der Nagel oder was auch immer da drin war, immer wieder rausrutschte. Ja. Naja, und da haben Uwe und ich halt gesagt, wir hängen da einstweilen eben halt die Deutschlandfahne nach der WM hin. Ja, einstweilen. Wie gesagt, ist bald wieder die WM.
So, die hängt natürlich da, weil der Uwe und ich starke Raucher waren. Das heißt, jetzt wo das Bild weg ist, sieht man natürlich so einen Nikotinrand. Von vorne. Nein. Vom Da Bild. haben wir nicht mehr geraucht, ne? Weil es die Ja, Fahne hinkam. ja. Ja, vom Bild sieht man halt einfach einen Nikotinrand und wir haben das Schande auf unser Haupt bis heute nicht geschafft, da einfach mal drüber zu streichen. Weil Fahne hängt ja, ne? Das ist ja verdeckt, sieht man ja nicht. Jo. Ja, das ist der einzige Grund. Das hat nichts damit zu tun, dass wir rechts wären oder dass wir befremdlich sind oder sonst irgendwas. Der stinknormale Grund war, da hing ein Bild, jetzt hängt es nicht mehr, man sieht einen hässlichen Nikotinrand und deshalb musste da irgendwas hin und das war halt das, was damals greifbar gerade war. Ja. Und jetzt sind wir der Meinung, lohnt sich eigentlich so renovieren nicht Lohnt sich mehr. nicht. Ne? Das ist also Wir jetzt hier. schätzen noch ein oder 2 Jahre vielleicht. Ja. Und dann müssen wir sowieso raus hier. Es wäre schön, wenn wir vorher was finden, aber sieht halt schwierig aus auf dem Wohnungsmarkt nach wie vor. Ne? Ja, das ist der Grund, meine Lieben. Nun ist wahrscheinlich eure Frage beantwortet. Der Zauber ist weg. Das Befremdliche bleibt hängen. Ich finde es halt immer wieder lustig, dass Deutsche das befremdlich finden, dass ein Deutscher eine Deutschlandfahne irgendwo zu hängen hat. Gut, ist jetzt für das Vaterland, ja. Könnte man jetzt so sagen. Aber es ist doch egal, wo eine Fahne hängt. Ich finde das nicht befremdlich. Kein Land der Welt findet es befremdlich, seine eigene Landesflagge irgendwo hinzuhängen. Nur in Deutschland ist das befremdlich. Und ich finde diese Denken finde ich befremdlich. Was soll man sonst da hängen für eine Fahne? Ja, wir hätten noch zur Auswahl die USA-Flagge gehabt, Ja. weil ich mal eine ganze Weile so für Amerika geschwärmt habe, aber nein. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte, ne? Ja, zu meiner Country-Zeit, ne, wo ich so Line-Dance und sowas gemacht habe, da war ich so total weg abgefahren auf Amerika. Ja, das ist die kurze Geschichte tatsächlich. Also mehr gibt es da überhaupt nicht drüber zu erzählen. Mal sehen, vielleicht rollern wir ja doch nochmal drüber, dass die Fahne auch mal weg Über der muss. Fahne. Weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich kann mir da ehrlich gesagt auch was Hübscheres vorstellen. Klar. So eine Fahne, aber das ist hübscher als der Nikotinrand, Freunde. Das ist so. Lieber das ist ja nicht. Genau. So, meine Herzleins, du wisst da Bescheid, ne? So ist das. Mehr ist das ja nicht. Da steckt nichts hinter, was irgendwie irgendwelche Anwandlungen hätte. Da steckt einfach nur ein Nikotinrand hinter. Ja. Ja, siehst du, ich hab was gemacht, Madame setzt sich hin. Genau, die kleine Maus. So, Mausi. Du gelber Minion-Mausi. Ja. Ich muss jetzt hier sowieso gleich den Akku wechseln. Da ist nur noch ein ganz kleiner Balken. Daher sehen wir uns im nächsten Clip wieder, sozusagen. Ich muss jetzt den Akku wechseln. Schätzeleinpost! Ich freue mich und die Kira, die ist schon wieder ganz verrückt. Ja, wir dachten, wir machen das mal direkt mit euch zusammen auf. Das ist gestern gekommen bei einer Packstation. Und das ist mir sehr schwer gefallen. Oh mein Gott! Oh weia! Guck mal! Randvoll! Oh, Gabi! Meine Güte! Nein. Und so viel für die Büffelhüfte, ne? Und wollen wir mal direkt einen probieren? Aber kann man da mal reden? Nee. Oh, ich weiß, es ist Schokolade. Lecker! Guck mal, noch ja nicht gemacht, aber erstmal direkt Ja. gefuttert, ne? Uwe, Susi, Kira. Oh, wie süß! So, an Uwe, Susi, Kira darf vorgelesen werden. Aha. Was hat sie hier denn hier schon? Ach. Also, PS, die kleinen Schokonusskügelchen
diese hier, habe ich immer im Urlaub in, ich kann gar nicht lesen, Locarno, kann das sein, zum Kaffee bekommen. Und seitdem lasse ich mir die immer schicken und genieße sie zu einem guten, zu einer guten Tasse Kaffee. Ja, wie cool. Cool, ich freue mich. Kira, guck mal rein. Oh, guck mal, wie süß, was mir da schon wieder entgegenkommt. Eine Geburtstagskarte. Zum Geburtstag. Genieße, genieße den Augenblick. Herzlichen Glückwunsch. So. Und zwar die liebe Gabi schreibt, ihr Herzallerliebsten, Geburtstag ist vorbei, aber ich denke, ihr freut euch auch jetzt noch. Und wie? Ja, ja, unser aller Geburtstag ist vorbei, ne? Mhm. Kira hat zuerst Geburtstag, dann kommt der Uwe und dann kommt Ecke. Ja. Ja. Und na klar freuen wir uns da mega. So, ich finde es immer toll, euch hinter... Was? Euch... Hinter euch, hinter der Kamera zu sehen. Ach, auch hinterher. Ich finde es immer toll, auch hinterher noch was zu bekommen, wenn man nicht mehr mit rechnet. Auf jeden Fall. Also das ist gelungen. Ja, auf jeden Fall, wirklich. Leider musste ich viel Papier mit reinpacken, aber ich möchte nicht, dass es kaputt ankommt. Ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr uns an eurem Alltag und eurem Leben teilhaben lasst. Ihr seid so herzallerliebst und herzerfrischend und lenkt uns von manchen Sorgen und Problemen ab. Es macht einfach Spaß mit euch und deshalb mal ein ganz großes herzliches Dankeschön und 1000 Bussis, Gabi. Oh, das ist so süß. Ganz, ganz, ganz viele Herzchen und Bussis zurück von uns dreien, ne? Die Kira ja auch. Ach, und ich finde die Karte so süß. Total goldig. Vielen lieben Dank. Also alleine darüber freue ich mich schon wahnsinnig. Über so liebe Worte, ganz ehrlich Leute, ne? So Worte haben für mich oft mehr Wert als irgendein materielles Geschenk. Ganz ehrlich, ne? Wenn das so von Herzen kommt und da so viel Liebe drin steckt, dann berührt das mein Herz. Es ist so. Und du hast gerade wieder mein Herz berührt, liebe Gabi. Vielen Dank. Ja, das tun wir erstmal beiseite. Und hier sehe ich schon wieder Arschklopfer für Uwe. Nein. Oh, wie schön, ne? Und Schwarzwald. Du lebst doch nicht im Schwarzwald, oder? Lebst du im Schwarzwald? Ich möchte in Schwarzwald. Ich möchte da mal hin. Total schön, guck mal. Ja. Ein Frühstücksbrettchen. Das sieht so ein bisschen handgeschnitzt aus, so. Ja, Handarbeit. Toll. Ja, also ich freue mich über sowas. Ich kann sowas immer gebrauchen. Ja. Jetzt bist du... Super. Kira, das ist doch nur Holz. Mhm. Ach so, Holz, ja, ne? Da willst du dran knautschen. Nein, 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 nein. Da wird nicht dran geknautscht. Unmengen an... Das seht ihr gar nicht. Ich dachte immer, wenn sie im Urlaub war, hat sie mal mitgenommen. Total schön. Aber es ist egal, Gabi, wahrscheinlich, oder? Na klar. Oh, das ist ja randvoll, das ist ja unfassbar. Hier, Schatz, dann bist du mal dran. Oh. Ja, bitte, walte deines Amtes. Konfekt. Mmh. Oh, edle Tropfen Gin. So, besser, Kira. In Nuss? Oh, da kannst du aber mal genießen, du. Ja, genau, zeig mal richtig. Das sieht ja lecker aus. Da werden wir uns heute Abend mal eben zwei Tröpfchen gönnen, oder? Ja, da brauchen wir eben den Grün. Dann müsst du das auch noch auspacken, nein. Dann mache ich das. Du weißt ja, halb bis auf das rausgeschmissen ist direkt. Ja, also noch so ein Küstchen, nenn ich mal. Ne, Kira, ist nichts für dich. Oh, von Lind Mini Pralinen. Kleine, feine 20 Kostbarkeiten. Ja, wie cool ist das denn? Und hier sind die, die kleinen Pralinchen drin. Ich liebe das ja wirklich. Mmh.
Je kleiner, desto öfter, siehst du? Ja. Oh, vielen Dank. Total schön. Es ist nichts für die Kira. Hier kommt was für dich. Oh, guck mal, das wird wie so mal. Magst du eine haben? Das sind diese Ah, Sandschuhe. jetzt ist das aus. Jetzt. Die sie so wegatmet, ne? Guck mal. Und tschüss. Danke, Gabi. Total schön. Jetzt hast du Kira auch gerade wieder richtig glücklich gemacht. Und hier sind natürlich noch mehr, ne? Die hat sie noch nicht entdeckt. Die müssen wir jetzt mal Falls schlecht. die Gelegenheit beim Shop verpacken. Acht saftige Fleischwürstchen. Ja. Von Roy. Die kenne ich nicht, die werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Da sind hier nochmal Sancho-Stangen. Und lauter Bonbons. Ja. Guck mal, hier für Material. Hier haben wir noch eine Stange für Kira. Da ist es schon wieder. Ich sage halt, die Hallo. atmet sie ein, ne? Das ist. Ja, nein, nicht, nicht. Hier nichts umkommen lassen, aber hast du wirklich gut eingepackt. Ja. Gabi, sehr, sehr schön. Man, das da ist ja wirklich wie Geburtstag, oder? Schon wieder? Wie Geburtstag. Konfetti, ach nee, Papier. Vielleicht ist es ja egal, ne? Wer was hier, aber Schatz, walte deines Amtes, du darfst auch was Oh. auspacken. Einmal beiseite. Also, so wie das eingepackt ist, kann das nicht kaputt gehen. Ah, egal was. Egal was. Das kann nicht kaputt gehen. Nummer zwei. Du hast es sehr gut eingepackt. Ja. Und dann Aber ist ja auch noch der Boden richtig dicke und ja. also da. Also hast du wirklich super eingepackt. Oh, irre! Ernsthaft? Oh, Defense! wie cool! Cool! Also personalisierter geht's ja nicht mehr, oder? Wie cool ist Irre! das denn? Ja, jetzt bin ich Stahl! ja gespannt, was hier drin ist denn. Weil da ist ja noch Ja! eine, ne? Und wahrscheinlich noch eine zweite sein. Ist viel schreit jetzt. So, das schmeißen wir mal weg. Ist das cool, ich freue mich da voll drüber. Irre! Ach, ihr seid ein Schätzeleins, ey. Ja, guck mal, die gleiche, ne? Ja. Ja, wie cool. Gibt's keinen Streit. Danke. Vielen, Vielen vielen Dank. Dank. Gabi, du bist ja wirklich. Das Also, das freut mich wahnsinnig. Echt cool. Hübsch. Ja, das ich finde das toll. Das ist noch Filmmaterial und hier sind jetzt alle diese ganzen. Schoko-Nuss. Entschuldigung, Kira. Entschuldigung. Ja, ich glaube, so lässt sich das nachher besser rauskippen, Ja. oder? Genau. So, dann können So wir die meine. Papiere drin machen. Nein. Hier sind noch Oh. die ganzen Bonbons. Bonbons, ja. Schokobonbons. Gabi. Irre. Wirklich irre. Ich freue mich da wahnsinnig drüber. Ich finde das mega. Stark. Es personalisierter geht es eigentlich nicht Nee. mehr. Total schön. Ah, wie schön. Vielen, vielen Dank. Ein ganz, ganz, ganz dickes Herz. Ich ärgere mich schon wieder, dass ich mein Herz nicht direkt mit hierher genommen habe. Und ganz viele Knutschis und einen dicken Drücker von mir. Ja. Und die Kira, die bedankt sich auch. Die will nämlich mehr haben, ne? Aber jetzt nicht mein Herz. Ja, darin. Ja, Geschöpfen. stimmt. Schön. Eine Tasse voll Gold. Also ich freue mich da wahnsinnig drüber. Das sind ja aber 3.000 Hüftgold, du. Vier. 4.000. Fünf. Kriegst du da nicht mehr hin, wa?
Und den Rest kippen wir mal aus und dann kommt mal das Papier. Kann ich wieder drin machen. Ja, dann fällt mir alles runter. So, ich muss mal eben kurz abtauchen, damit die Kira da nicht raniert. Ne? Gib mir her, Schatz, ich geb auf. Jo, bitte schön. Danke. Ist da nicht noch immer runtergefallen? Ich sehe ihn, okay. Werden wir sehen. Werden wir nachher sehen, ja. Also ich bin schon wieder hin und weg, ehrlich. Lieben, lieben Dank, Gabi. Das war wirklich eine mega Überraschung, auf jeden Fall. Super. Finde das jetzt schon. Also da, die möchte ich morgen direkt. Darf die eigentlich eine Spülmaschine? Weißt du das? Nee. Nee, ne, die war schon mal so mit der Hand ab. Die war schon mal mit der Hand ab. Dass das Bild nicht abgeht. Ja. Ja, und die Kira freut sich natürlich auch über ihr. Aber mehr gibt's jetzt nicht, mein Hase. Nee, mehr jetzt nicht. Ja. Danke für diese mega Überraschung. Ne? Super Überraschung. Ja. Sensationell. Und heute Abend gönnen wir uns hier einen Tropfen, oder? Ja. Und das Brett? Ich werde jetzt die Tasse abwaschen und gleich Kaffee. Die Klappe machen. Oh, das ist so schön, ey. Eigentlich ist sowas immer viel zu schade zu benutzen, ne? Mhm. Und das riecht mal so richtig. Na, Holz. Ja. Gabi, sag mal, ob du im Schwarzwald wohnst. Ich finde das so schön. Ich möchte so, so gerne mal Urlaub im Schwarzwald machen. Mhm. Wenn ich in Deutschland Urlaub mache, da habe ich drei Ziele. Also wo ich so richtig Urlaub machen möchte. Und das wäre halt einfach mal Schwarzwald, Nordsee, Ostsee. Das sind so die, wo ich einfach mich erholen kann in Deutschland. Wo ich denke, Maus. Ja, du kriegst ja nachher noch was. Ne? Einen kleinen Snack nachher. Aber so lange musst du dich jetzt gedulden. Willst du schon wieder auf die Berge klettern? Hm? Ja, zwischen Berg und tiefen Tal. Ja, also da ich... Da Kira und sagte, es ist wunderbar. Ja. Ich bin gerade immer noch so geflasht und diese lieben Worte. Mhm. Ach, das ist so... Ich kann mich da auch immer nur wiederholen. Das sind so die Kärtchen. Ne? Ich habe eine Kiste, ein Kartönchen. Da sammle ich so die Schätzelein-Kärtchen und Briefchen und. Mhm. Und ich guck mir die ab und zu mal an und dann wird mir wieder das ganz warm ums Herz. Und ich erfreue mich da einfach dran. Und für mich hat das Tier ganz viel Wert. Es ist wirklich so. Kann man glauben oder nicht. Für mich ist so dieses altmodische, ja. Wahrscheinlich weil ich auch ein bisschen altmodisch bin, für mich ist das einfach, hat einen ganz hohen Stellenwert, einen handgeschriebenen Brief oder eine Karte zu kriegen, zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder sonst was, als nur ja, so eine WhatsApp-Nachricht, die alle Kontakte bekommen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist so, das hat für mich einfach nicht den gleichen Wert, ne? Ja, die Kira, die hat ein Pfötchen an meinem Bauch, andere auf der Hupen. Ja. Und hat mich, Zwillinge. Und hat mich angehimmelt gerade. Ja, nicht? Gewisse Frauchen. Ja, für mich hat es, wie gesagt, einfach einen ganz, ganz hohen Stellenwert, wenn man so persönlich was schreibt und macht. Und wenn man dann auch noch so was Persönliches geschenkt kriegt. Ja, das Hallo. Ist Wahnsinn. Ich kann das, also, ich muss euch das nochmal näher zeigen. Habt ihr das denn wirklich alle richtig gesehen? Ich finde das toll. Und vor allen Dingen, ich bin überrascht, weil das ist ja aus dem Video raus, ne? Ja. Dass das so scharf ist. Wie cool. Mhm. Ne? Dass das tatsächlich so scharf ist. Coole Sache. Jetzt müssen wir uns nur noch ein Kreuzchen machen, wessen Tasse welche ist. So weit machen wir nicht. Okay, dann lass uns das mal wegräumen. Wir machen, ich mach deine Tasse in schwarz. Nein. Da brauch ich bloß Wasser reingeben, dann bringt Milch ein helles Kaffee. Ja, schön, danke auch. Und ich mach bei mir ein bisschen gelblich, ist grün. Gelblich ist grün? Nein. Also Aule. Nein. Bisschen grün, bitte ich mir eines Tee. Gelblich ist grün, hm? Was ist los, Hase? Ich muss mich jetzt wirklich mal ein bisschen um die Kira kümmern, die... Möchte unbedingt zu mir, deshalb. Komm her. Ja, mein Schatz, ja. Ja. Ja.
ja, wir haben dich doch ganz doll lieb. Nicht schlecht. Da ist Creme drauf und was hast du da drauf? Maske, wa? Nee. So Feuchtigkeitsserum. Feuchtigkeitsserum. Und das muss runter. Das, ja, dann schrubbt auf den Gesicht. Für ihre Nase wahrscheinlich. Für meine Nase nicht das gut.